Der Steam Summer Sale endet am 5. Juli um 19 Uhr. Zum Endspurt habe ich noch ein paar Spartipps zu aktuellen Spielen rausgesucht, also zu Spielen, die 2017 veröffentlicht wurden. Da kann man zwar noch keinen gewaltigen Preisverfall erwarten, aber ein paar spannende Angebote gibt's dann doch. Los geht's mit Sniper Elite 4, das statt 59,99 nur noch 29,99 kostet und Fans von Scharfschützenspielen nicht nur eine umfangreiche Kampagne in Italien liefert, sondern auch komplett im Koop spielbar ist und uns im Test wirklich begeistern konnte. Weniger Applaus gab es für Sniper Ghost Warrior 3, aber auch da kann man bereits 25 Euro sparen und bekommt den Shooter auf Steam für 24,99. Und ja, Ghost Warrior 3 hat viele Schwächen, aber zumindest die PC-Version läuft dank vieler Patches inzwischen deutlich besser als zum Release und bietet auch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Eine Empfehlung für Genrefans, die mit einer hanebüchenlächerlich vertonten Story leben können und ein bisschen das alte Project IGI-Gefühl vermissen. Apropos PC-Patches. Die gab es auch für LEGO City Undercover, das im Steam Summer Sale statt 29,99 Euro nur noch 17,99 Euro kostet. Die Release-Probleme der PC-Version wurden inzwischen behoben und damit ist der PC die mit Abstand beste Plattform, um dieses fantastische Open-World-Spiel zu erleben. Ein Gamepad ist allerdings immer noch sehr empfohlen. Aus der fröhlichen Klötzchenwelt in den düsteren Sumpf von Resident Evil 7. Dessen PC-Version bekommt man für 29,99 statt 49,99 und sonderlich viel muss man dazu gar nicht mehr sagen, außer das Offensichtliche, ist ein tolles Spiel. Etwas umstrittener ist dagegen Dead Rising 4, das es inzwischen aber auch für Steam gibt und statt 59,99 gerade nur 29,99 kostet. Und ja, der serientypische Zeitdruck ist weg, aber wer ohne das Feature leben kann, bekommt trotzdem ein spaßiges Zombiespiel mit viel Over-the-Top-Gewalt. So, und jetzt hätte ich gerne noch das, wie ich finde, wunderbare neue Prey von den Dishonored-Machern sowie das Schleichspiel Styx Shards of Darkness empfohlen, weil beide Spiele um jeweils rund 20 Euro im Preis gesenkt sind. Aber Styx gibt es schon preiswerter auf Amazon und Prey kostet auf Amazon ebenfalls nur 40 Euro, unabhängig vom Sale. Also, wirklich coole Spiele, aber meine nächste Empfehlung in diesem Video heißt trotzdem Torment Tides of Numenera. Denn das kostet statt 45 Euro nur 22,50 und ist ein Oldschool-Rollenspiel für Fans von guten Geschichten. Schließlich ist das ja hier das inoffizielle Planescape Torment 2. Ebenfalls nur 22,50 kostet bereits Vikings Wolves of Midgard, das in Anführungszeichen Winter-Diablo, das man dank eines Patches inzwischen auch im Couch-Koop an einem PC spielen kann. Ist vielleicht keine Vollpreisempfehlung, aber für knapp über 20 Euro für Genrefans auf jeden Fall sein Geld wert. Und meine letzte Empfehlung für den Endspurt im Steam Summer Sale ist das neue Telltale-Spiel zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Statt 23 Euro kostet die ganze Staffel bis zum 5. Juli nur 15,40 Euro. Und die ersten beiden von 5 Episoden sind bereits veröffentlicht. Das war's mit den Summer Sale-Empfehlungen zu Spielen, die erst 2017 veröffentlicht wurden. Ich hoffe, es war der ein oder andere nützliche Tipp dabei und wenn ich an dieser Stelle mal so frech sein darf, mein ganz persönliches Highlight aus dieser Liste ist tatsächlich die PC-Version von LEGO City Undercover, weil man dieses tolle Spiel nur auf dem PC in wunderbaren 60 Frames bekommt. Und es ist eben einfach ein Fest. In diesem Sinne, viel Spaß beim Spielen.